Hallo, heute wollen wir uns ein bisschen mit der Physik beschäftigen, die hinter dem Klimawandel steckt. Und wir beginnen erstmal mit der Resonanz. Und da habe ich hier mal so eine Schaukel aufgezeichnet. Ja, hier schwingt die Schaukel nach hinten und hier nach vorne. Ja, also hier steht zum Beispiel ein Mann, dieser hier, ja, und er stößt von hier aus die Schaukel an, beziehungsweise das Kind. Dann schaukelt das Kind nach vorne und dann wieder zurück. Na, und wenn die Schaukel wieder hier hinten ist, dann stößt der Mann das Kind wieder an oder die Schaukel und er schaukelt wieder vor und zurück. Ja, und so schwingt die hin und her. Gut, was hat das mit Resonanz zu tun? Also wenn ich die Schaukel nur einmal anstoßen würde, ja, oder die Schaukel so nach oben ziehe, bis die hier oben ist und dann loslasse, dann schaukelt die so, sage ich mal, 20 Mal und bleibt dann stehen, ne, aufgrund der Reibung. Ja, aber die schaukelt dann 20 Mal mit einer bestimmten Frequenz, ne, mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Und zwar sagen wir mal, die macht eine Schwingbewegung pro Sekunde, ne, also in einer Sekunde einmal vor und wieder zurück. Ja, das nennt man die sogenannte Eigenfrequenz der Schaukel. So, wenn ich die jetzt anregen will, ja, also wenn ich will, dass die immer hin und her schaukelt, dann muss ich die mit der gleichen Frequenz anregen. Ja, das heißt, dieser Mann, der stellt sich hier hin und stößt jetzt jede Sekunde einmal die Schaukel an. Ja, wobei, der muss natürlich nicht auf die Uhr gucken, weil er sieht ja, wenn die Schaukel wieder hier hinten ist. Ja, aber wenn man das nachmessen würde, dann würde man sehen, der Mann stößt die Schaukel genauso oft an, mit der gleichen Frequenz, nämlich einmal pro Sekunde, wie die Eigenfrequenz der Schaukel ist. Gut, manchmal ist dieses Schwingen unerwünscht, zum Beispiel hier bei der Brücke. Das ist das zweite Beispiel. Ja, das ist eine Brücke, die Autos fahren also von links nach rechts und von rechts nach links. Ja, und die Brücke, die kann auch schwingen, allerdings nicht von links nach rechts, sondern ja, von dir aus gesehen, von dir weg und wieder auf dich zu. Ja, das konnte ich jetzt natürlich räumlich, dieses räumliche Schwingen nicht einzeichnen. Da habe ich so einen Pfeil nach oben und unten gemacht. Ja, aber die soll nicht nach oben und unten schwingen, sondern praktisch auf dich zu, ja, und dann wieder weg. Oder anders erklärt, wenn du mit dem Auto von links nach rechts fährst, ja, dann schwingt die nicht in deine Fahrtrichtung, sondern manchmal nach links und manchmal nach rechts. Ne? Wenn du in ein Auto sitzen würdest und du fährst hier von links nach rechts, ja, dann schwingt die Brücke so nach links und nach rechts. Vielleicht habt ihr das sogar mal gespürt. So, auch die Brücke hat eine Eigenfrequenz, genauso wie die Schaukel. Ja, die Schaukel hat man gesagt, das ist eine Schwingung pro Sekunde. Und hier sagen wir mal eine Schwingung pro 5 Sekunden. Ja, also die ist größer, die braucht länger, um zu schwingen. Ne? Eine Schwingung in 5 Sekunden, das ist die Eigenschwingung. So, das gleiche, was der Mann gemacht hat, der hat nämlich Energie hier an die Schaukel übertragen. Ja, das gleiche macht der Wind. So, jetzt werdet ihr sagen, also der Mann, der stößt ja die Schaukel periodisch an, ne, immer einmal pro Sekunde, aber der Wind bläst ja nicht einmal alle 5 Sekunden. Ja, also wie kann die Brücke da schwingen? Da muss man sagen, der Wind bläst den ganzen Tag, ne, und zwar verändert er sich immer, kommt immer mal so eine Windböe und wieder nicht. Und weil der Wind aber den ganzen Tag bläst, ja, da kann es passieren, dass rein aus Zufall mal für eine Minute oder für 2 Minuten lang der Wind immer 5 Sekunden bläst und dann mal wieder nicht. Ja, und dann mal wieder bläst und dann mal wieder nicht. Immer so im Rhythmus von 5 Sekunden. Ja, rein durch Zufall, weil eben der Wind den ganzen Tag bläst. Ja, da ist es dann sehr wahrscheinlich, dass dieser Zufall mal eintritt. So, und dann passiert das Gleiche, was hier oben passiert. Die Brücke fängt an zu schwingen. Und da gibt es auch ein schönes Beispiel. Das ist die Takuma Bridge. Ne, da verlinke ich das Video. Das gibt es auf YouTube. Die schwingt also so und bricht dann in sich zusammen. Ne, ausgelöst durch Wind und durch Konstruktionsfehler. Ne, da muss man nämlich, wenn man so eine Brücke baut, solche Dämpfungen einbauen. Und man muss auch
bestimmte Maße einhalten, damit die Brücke nicht schwingen kann, beziehungsweise wenn sie schwingt, damit sie dann sofort gedämpft wird. Ja, das ist der Trick an der Sache. Ich verlinke mal das Video, aber ihr seht, das Prinzip ist das gleiche. Ich habe hier und hier eine Eigenfrequenz. Wenn ich dieses System mit der Eigenfrequenz anrege, also entweder der Mann durch Anstoßen oder der Wind durch periodisches Blasen, ja, dann gerät das Ganze in System in Schwingung und das ist manchmal erwünscht am Spielplatz, an der Schaukel, auf der Schaukel, aber bei einer Brücke ist es unerwünscht. Gut, machen wir noch ein drittes Beispiel und zwar ein Weinglas. Ja, gut, ist zwar jetzt ein Sektglas, aber ich hatte nichts anderes zur Hand. Und zwar kann man ein Sektglas zum Zerspringen bringen. Ja, also erstmal, das hat wieder eine Eigenfrequenz, so wie, wie die Schaukel. Ne, die hatte ein Hertz, ne, eine Schwingung pro Sekunde. Die hatte hier eine Schwingung in 5 Sekunden. Oder anders ausgedrückt, 0,2 Schwingungen pro Sekunde. Und so ein Sektglas kann zum Beispiel 440 Hertz haben. Ja, wie kann ich das testen? Dann nehme ich einfach so einen Löffel oder eine Gabel oder ein Messer und halte das so locker fest, das Weinglas, und hau mal so locker mit dem Messer dagegen. Da macht es Bong. Ja, und dieser Ton, das ist die Eigenfrequenz. Die Eigenfrequenz des Weinglases. So, wenn ich jetzt ein geübter Sänger bin, das heißt, ich verlinke mal ein Video, das schafft man sogar als Laie, ja, muss man aber aufpassen, macht das nicht nach, dann kann man durch Singen dieses Glas hier zum Zerbrechen bringen. Ja, wenn ich nämlich genau diese Frequenz hier erzeuge, den gleichen Ton, ja, also wenn ich hier 440 Hertz habe, dann muss ich hier auch 440 Hertz haben. Ja, sind mehr, das sind nicht 440 Hertz, ich glaube, ach, weiß ich nicht, ein Kilohertz, sagen wir mal. Ja. Also wenn das hier eine Eigenfrequenz von 1000 Hertz hat, ja, dann muss ich auch mit 1000 Hertz einen Ton mit 1000 Hertz abgeben und dann wird dieses Glas zerspringen. Ja, vorausgesetzt, ich bin nah genug dran, beziehungsweise wenn du Opernsängerin bist, dann kannst du auch ein bisschen weiter wegstehen, ne, weil die haben eine geübte Stimme. Ja, gleiche System, hier schwingt die Schaukel, beziehungsweise die Brücke, hier schwingt das Glas, ne, kann man nicht so gut sehen, weil das ist mehr so eine Art Vibrieren, ja, das sieht man also schwer, ja, aber ist das gleiche Prinzip. Ne, hier oben regt der Mann das System an, hier ist es der Wind und hier ist es der Schall. Übrigens, die Wale, die können das auch. Die machen solche Klicklaute und die haben also so viel Kraft, dieser Ton, den die Wale erzeugen, dass die damit nicht nur so ein Glas kaputt machen können, sondern die können Menschen töten. Allein durch ihre Klicklaute. Ja? Also die Stimme, in der Stimme, da liegt auch eine Macht drin. Gut, jetzt kommen wir hier auf der rechten Seite zum Treibhauseffekt. Also die Sonne hier, die ist sowas wie dieser Mann hier. Der Mann führt ja der Schaukel Energie zu und die Sonne macht das Gleiche. Die führt der Erde Energie zu in Form von elektromagnetischer Strahlung. So, der Unterschied ist, der Mann hier, der führt dieser Schaukel Energie einer bestimmten Frequenz zu, aber die Sonne, die sendet praktisch alle Frequenzen von elektromagnetischer Strahlung. Die einen mehr, die anderen weniger, ne, manche fast gar nicht, aber im Prinzip kann man sagen, sendet die alle Frequenzen. Ja, also den Unterschied muss man schon mal erstmal begreifen. So, jetzt passiert Folgendes. Die Erde strahlt Energie wieder zurück in das Weltall. Ne, das ist dieser dunkelrote Pfeil hier. Das ist ja das gleiche wie bei einer Schaukel. Wenn hier hinten ein Mann steht und stößt die Schaukel an, jetzt schaukelt das Kind und vorne steht die Mutter oder ein anderes Kind, dann kriegt die vielleicht aus Versehen so ein Bein in den Rücken, ja, und dann nimmt die Mutter ganz viel Energie auf und hat Rückenschmerzen. Ja, das heißt, die Schaukel nimmt Energie auf vom Vater, aber wenn hier hinten die Mutter steht mit dem Rücken zum Kind und passt nicht auf und kommt der Schaukel zu nahe, dann hat sie plötzlich aus Versehen
ein Knie im Rücken und dann tut's weh, ne? Weil die Energie vom Knie von der Schaukel auf die Mutter übergegangen ist. Ja, und das Gleiche macht hier die Erde, die nimmt Energie auf und strahlt die wieder ab. Gut, da gibt's einen kleinen Unterschied. Also der Mann führt ja der Schaukel Energie zu, aber das ist Energie einer ganz bestimmten Frequenz. Ja, nämlich eine Schwingung pro Sekunde, also Energie mit einem Hertz. Ja, aber die Sonne hier, die sendet jetzt nicht Energie einer bestimmten Frequenz, sondern da trifft Energie auf ganz vielen Frequenzen auf die Erde. Ja, das ist zum Beispiel sichtbares Licht. Die Sonne strahlt ja Licht auf die Erde. Das ist elektromagnetische Strahlung mit einer bestimmten Frequenz. Ja, aber auch Wärme. Wärme kann man nicht sehen. Ja, die Wärme hat eine andere Frequenz. So, und das Gleiche gilt für diese Rückstrahlung hier. Die Erde strahlt also Energie zurück, damit das Energiegleichgewicht erhalten bleibt. Aber das sind wieder andere Frequenzen als hier. Ne? Also vorwiegend. Manche sind auch gleich, ja, aber nicht alle. Ja, die Sonne macht also Folgendes. Die macht das Gleiche, was zum Beispiel 3, 4 oder 5 Männer machen, die hier hinter der Schaukel stehen. Wenn der eine Mann, sag ich mal, die Schaukel immer einmal pro Sekunde anstößt und der nächste Mann alle 2 Sekunden und der nächste Mann alle 3 Sekunden. Ja, dann führen die zwar alle 3 Männer führen der Schaukel Energie zu, aber mit unterschiedlichen Frequenzen. Ja, und genauso ist das bei der Sonne. Die sendet uns Energie, aber auf ganz vielen Frequenzen. Ne? Manche Frequenzen kann man sehen, das ist dann das sichtbare Licht. Energie anderer Frequenzen kann man nicht sehen, das ist dann zum Beispiel Wärmestrahlung. Ja? Und die Erde, die strahlt Energie wieder zurück, damit das Energiegleichgewicht erhalten bleibt. Und das ist auch wieder so ein Frequenzgemisch. Ne? Und das sind auch andere Frequenzen, ne? Also nicht alle, manche stimmen auch überein, aber die sendet vorwiegend andere Frequenzen zurück. Und deshalb habe ich hier auch eine andere Farbe genommen. Ja, also die Sonne sendet zum Beispiel viel Licht auf die Erde. Das ist dieser Pfeil hier, ne? Deshalb hat der eine andere Farbe wie hier. Also da steckt viel Licht drin, natürlich auch Wärme, aber auch viel Licht. Aber das, was abgestrahlt wird, ist ja kein Licht, sondern vorwiegend Wärme. Ja, also die Erde, die leuchtet ja nicht so wie die Sonne. Ja, gut, da muss man sagen, der Mond oder die Erde, die leuchten auch. Ne, wenn du nachts rausgehst, dann leuchtet der Mond ja genauso wie die Sonne. Ne, der macht also Folgendes, der Mond, die Sonne strahlt den Mond an mit sichtbarem Licht und der Mond strahlt auch ein Teil sichtbares Licht wieder zurück auf die Erde. Ja, aber vorwiegend ist es dann eben doch kein sichtbares Licht. Die Erde und der Mond, die leuchten also nicht so hell im All wie die Sonne. Ja, sondern da ist es dann eben vorwiegend Wärmestrahlung, die für uns interessant ist. So, jetzt strahlt also die Erde Energie in das Weltall ab, aber diese Energie, die trifft zufälligerweise auf CO2-Moleküle. Ja, ist genauso wie hier, wenn ein Mensch singt, ja, dann treffen die Schallwellen auf dieses Glas hier. Das heißt, diese CO2-Moleküle, die sind sowas wie das Glas hier. Ja, der Unterschied ist, diese CO2-Moleküle, die haben verschiedene Frequenzen. Ja, die schwingen mit verschiedenen Frequenzen, kann man so sagen. Und wenn jetzt die Energie, die von der Erde ins Weltall gestrahlt wird, die gleiche Frequenz hat wie die Eigenfrequenz von diesem CO2-Molekül sozusagen, ja, das ist genauso eine Eigenfrequenz wie die Eigenfrequenz hier von diesem Weinglas, ja, dann fängt eben dieses CO2-Molekül an zu schwingen an. So, was heißt das? Das fängt an zu schwingen. Also Wärme, ja, Wärme ist ja nichts anderes als Schwingungen von Molekülen. Das heißt, die Wärmeenergie, die wird hier übertragen auf das CO2-Molekül, weil erst hat die Erde geschwungen,
Ja, Wärme ist ja die Schwingung, also das Schwingen von Molekülen, das bezeichnet man ja als Wärme. Und jetzt schwingt dieses CO2-Molekül. Ja, genauso wie hier. Erst erzeugt man einen Ton und dann geht diese Schwingung hier ins Weinglas und das Weinglas fängt an zu schwingen. Ja, ist also genau der gleiche Vorgang. Ja, und weil jetzt diese Energie eben nicht direkt ins Weltall geht, sondern die wird gebremst, ne, also CO2 strahlt zwar dann auch wieder weiter und irgendwann ist die Energie schon weg, ne, muss ja auch, sonst würde die Erde ja irgendwann 1 Million Grad heiß, wenn die ganze Energie nicht zurückgehen würde. Ja, also die Energie geht schon wieder zurück, aber langsamer. Das wird alles verlangsamt. Gut, also das ist der natürliche Treibhauseffekt und das ist der Grund, warum wir auf der Erde jetzt nicht minus 18 Grad haben, sondern 15 Grad, ne, im Durchschnitt. Gut, jetzt produziert der Mensch CO2 und leitet das in die Atmosphäre und jetzt müsste ja eigentlich die Temperatur steigen, ne, weil mehr CO2 heißt ja, dieser Temperaturstrom zurück ins All, der wird weiter verlangsamt. Ja, und dadurch heizt sich die Erde weiter auf. Aber da muss man so ein paar Sachen beachten. Und zwar ist dieser Zusammenhang logarithmisch. Da habe ich hier oben hingeschrieben. Das heißt, wir haben im Augenblick 400 ppm CO2 in der Luft. Aber dieser Treibhauseffekt, also die Hälfte des Treibhauseffektes, der wird bereits bei 50 ppm erreicht. Das heißt, wenn ich von 0 bis 50 ppm den CO2-Gehalt erhöhe, ja, dann habe ich eine starke Steigerung des Treibhauseffektes, aber nachher wird dieser Effekt, also dieser Treibhauseffekt, der wird nicht mehr zunehmen. Der kommt irgendwann zum Stillstand. Ja, das hängt mit den Abständen der Moleküle zusammen und so weiter. Da verlinke ich mal ein Video. Das kann ich jetzt nicht alles erklären. Ja, aber auf jeden Fall, wir brauchen auch nicht drüber reden, weil das ist unbestritten. Ja, das sagen auch alle Klimaforscher vom Weltklimarat. Ja, der Zusammenhang ist logarithmisch. Das heißt, irgendwann hört dieser Treibhauseffekt auf. Genauer gesagt, der hört nicht auf, sondern der bleibt dann konstant. Ja, du kannst dann immer mehr CO2 in die Atmosphäre leiten, aber dieser Treibhauseffekt nimmt nicht zu. Ja, kann man am besten am Beispiel machen, stellt euch vor, in einem Dorf sind ganz viele Einbrüche. Ja, und jetzt sagen die, kleines Dorf, 10 Straßen, sage ich mal, wir stellen einen Nachtwächter ein, der läuft die ganze Nacht durch den Ort und guckt, ob irgendwo Einbrecher unterwegs sind. Ja, dann ist, sage ich mal, die Sicherheit um 50% erhöht. Ne, so wie beim CO2. Ja, wenn man da 50 ppm einleitet, dann habe ich einen hohen, dann habe ich einen Treibhauseffekt. Ja, gut, aber jetzt, sage ich mal, wollen die dieses Dorf noch sicherer machen und stellen jetzt statt einen Nachtwächter 10 Nachtwächter ein. Ja, dann ist praktisch in jeder Straße ein Nachtwächter, der da die ganze Nacht rumläuft. Ja, dann ist die Stadt sicherer geworden. Ja, genauso ist, wenn ich jetzt die CO2-Konzentration von 50 ppm auf 100 ppm erhöhe, dann habe ich mehr Treibhauseffekt. Ja, so, jetzt kommen die auf die Idee, die Leute in den Ort, die sind anscheinend reich, ja, kleines Dorf, nur 10 Straßen, die sagen, wir wollen nicht nur 10 Nachtwächter haben, also in jeder Straße ein, sondern 100 Nachtwächter. Ja, da kann man also sagen, die Sicherheitsleute, die Nachtwächter, die stehen sich schon auf den Füßen. Ja, in jeder Straße 10 Nachtwächter. Ja, also wenn da wirklich mal ein Dieb kommt, der arme Dieb, kann ich nur sagen. Ja, das heißt, die Sicherheit nimmt nicht mehr zu. Ja, ich kann immer mehr Nachtwächter einstellen. Ich kann dann auch noch 1000 Nachtwächter in das Dorf schicken. Die Sicherheit nimmt nicht mehr zu. Ja, und genauso ist das mit dem CO2. Die größte Steigerung des Treibhauseffektes, ne, genauso wie die größte Steigerung der Sicherheit bei den Nachtwächtern, die findet im ersten Teil statt. Das heißt, wenn man die CO2-Konzentration von 0 auf 50 ppm erhöht, ja, da findet der Treibhauseffekt statt. Ne, also da nimmt der stark zu. So, jetzt sind wir aber nicht mehr bei 50 ppm, sondern bei 400 ppm.
Ja, und da nimmt der Treibhauseffekt kaum noch zu, wenn man mehr CO2 in die Atmosphäre bläst. Ja, das muss man wissen. Das liest man sehr selten, dass dieser Zusammenhang logarithmisch ist. Ja, das kommt irgendwann zum Erliegen. Gut, wenn ihr jetzt nicht wisst, wie die Logarithmusfunktion aussieht, könnt ihr euch auch eine Wurzelfunktion vorstellen. Die ist so ähnlich. Ja, die wird ja dann auch immer flacher. Ne, nicht ganz, also bei der Logarithmusfunktion ist dieser Effekt noch stärker. Ja, aber so ungefähr, falls ihr keine Logarithmusfunktion kennt. So, das nächste, was man wissen muss, ist die Überlappung. Und zwar gibt es ja nicht nur CO2, sondern auch Wasserdampf. Ja, Wasserdampf ist auch ein Treibhausgas, sogar viel stärker. Und jetzt passiert Folgendes. Die Energie trifft auf den Wasserdampf und der Wasserdampf nimmt die Energie auf. Ja, das heißt, für dieses CO2 ist überhaupt gar keine Energie mehr da, die aufgenommen werden kann. Ja, sondern der Wasserdampf nimmt schon die ganze Energie auf. Ja, oder man kann es natürlich umgekehrt sehen. Man kann sagen, CO2 nimmt die Energie auf und jetzt ist Wasserdampf kein Treibhausgas mehr. Ja, aber so muss man sich das vorstellen. Die überschneiden sich also in ihrer Wirkung. Wasserdampf und CO2. Ne, wird auch wenig drüber geredet. So, jetzt muss man auch noch wissen, dass die Erde nicht alle Frequenzen zurückstrahlt. Ne, habe ich ja schon gesagt. Hier geht es ja eigentlich nur um die Infrarotstrahlung. Ja. So, wenn die Erde jetzt zum Beispiel eine bestimmte Frequenz nicht zurücksendet, aber das ist die Eigenfrequenz von diesem CO2, ja, dann kann das ruhig ein starkes Treibhausgas sein, aber es kommt ja gar keine Energie mit dieser Frequenz an. Ja, also nehmen wir mal an, ich habe dieses CO2 hätte jetzt zwei Eigenfrequenzen, ne, wobei diese Frequenzen jetzt nicht so und so viel sind, sondern das ist so ein Bereich um eine bestimmte Frequenz herum. Ja, sagen, nehmen wir mal einfach an, CO2 hätte zwei Eigenfrequenzen. Ja, kann also Energie aufnehmen mit zwei verschiedenen Frequenzen. So, bei der ersten Frequenz, da überlappt es sich mit H2O, haben wir gerade gelernt. Das heißt, da ist überhaupt gar kein Treibhauseffekt oder der ist stark gedämpft, sagen wir es mal so. Ja, und dann hat das CO2 aber noch eine zweite Eigenfrequenz, aber da strahlt dummerweise die Erde gar nicht. Ja, dann ist zwar CO2 bei dieser Frequenz ein starkes Treibhausgas, aber wenn nichts ankommt, dann kann ja auch nichts aufgenommen werden. Ja, und genau das sind die Probleme bei diesen Berechnungen. Ne, CO2 hat bestimmte Frequenzen. Ne, bei einer wichtigen Frequenz überlappt es sich mit dem H2O. Ja, da nimmt also schon das H2O, der Wasserdampf, die ganze Energie auf. Und bei der anderen Frequenz, da ist das CO2 ein Treibhausgas, aber da kommt gar keine Energie an, weil die Erde auf dieser Frequenz nicht sendet. Ne? Oder sagen wir mal so, nur wenig. Ne? Ist alles sehr stark vereinfacht, was ich sage. So, das nächste, was man beachten muss, ist, man muss Ursache und Wirkung unterscheiden. Ja, wir haben ja so, ich sage es jetzt mal ganz plump gesagt, CO2 erzeugt Wärme. Also CO2 erzeugt nicht wirklich Wärme, eigentlich ist es die Sonne und CO2 nimmt die auf. Aber ich sage jetzt mal ganz plump, CO2 erzeugt Wärme. Ja? Aber auch die Umkehrung gilt. Wenn es auf natürliche Art wärmer wird, dann wird dadurch CO2 produziert. Dann heizen sich nämlich die Ozeane auf, die setzen dann CO2 frei und das CO2 geht in die Luft. Ja, und sowas kann man gar nicht ausrechnen, dass man jetzt sagen könnte, CO2 produziert Wärme, sondern man müsste da auch einrechnen, dass die Wärme CO2 produziert. Ja, man kann das auch nachmessen, als die Menschen noch gar keine Rolle gespielt haben, beziehungsweise gar nicht da waren. Ja, da gab es manchmal Temperatursprünge auf natürliche Art von 15 Grad. Ja, 15 Grad mehr, wärmer wurde es auf der Erde. Ja, und da ist dann ungefähr ein paar hundert Jahre später auch der CO2-Gehalt stark angestiegen. Ja, ist ja auch klar, wenn sich die Meere aufheizen, dann dauert das erstmal eine Zeit lang
Und wenn Sie sich dann aufheizen, setzen Sie CO2 frei. Ja, mit einer Verzögerung von ein paar hundert Jahren. Ja, und das kann eben niemand rausrechnen, wie viel, also wie stark ist der Einfluss von CO2 auf die Wärme und wie groß ist der Einfluss von Wärme auf CO2. Ja, das ist eine Aufgabe, die ist unlösbar, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das Klima ja so kompliziert ist, dass man es gar nicht rechnerisch erfassen kann. Ja, das liegt nicht daran, dass man falsche Großrechner hat oder so, sondern das liegt daran, dass das ein nicht lineares, chaotisches System ist und die reagieren vollkommen unvorhersehbar. Ja, ist also nicht berechenbar und deshalb sind diese Berechnungen eigentlich alle auch Blödsinn. Ja, man sieht es ja auch an den Klimamodellen. Und zwar haben die Forscher ja über 100 Klimamodelle erstellt. Ja, so vor 10 Jahren oder 20 Jahren war das. Und die sollten vorausberechnen, wie stark die Temperatur ansteigt. Und diese 100 Modelle haben einen Temperaturanstieg vorausgesagt, der liegt zwischen 0 Grad und 4 Grad. Ja, also manche Modelle haben gesagt 0 Grad und manche haben gesagt 4 Grad. Ja, und der Weltklimarat hat dann einfach gesagt, dann nehmen wir den Mittel, nehmen wir 2 Grad. Ja, das ist genauso, als wenn ich beim Bogenschießen einmal einen Meter links daneben schieße und beim nächsten Schuss schieße ich einen Meter rechts daneben und dann sage ich, im Durchschnitt habe ich getroffen. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Gut, aber die ganze Sache ist sowieso nicht so interessant, weil die Klimadaten sind ja gefälscht. Wir haben es heute nicht wärmer als vor 100 Jahren. Ja, und im Mittelalter war es noch wärmer als jetzt. Damals gab es zum Beispiel auf Grönland Siedlungen und diese Siedlungen, die sind jetzt unterm Eis. Ja, beziehungsweise die tauen jetzt erst wieder auf. Also im Mittelalter war es wärmer als heute, und zwar weltweit, auch in China, das kann man nachweisen, durch Proxydaten. Ja, und man hat ja auch die Server der Klimaforscher gehackt, und man weiß ja heute, wie die das gemacht haben, diese Temperaturveränderungen. Ja, und wenn man die richtigen Temperaturen nimmt, nicht die geänderten, die nennen das Justieren. Wenn man die richtigen Temperaturdaten nimmt, dann gibt es keinen Klimawandel. Ja? Und deshalb denke ich mal, natürlich gibt es einen Treibhauseffekt, ja, aber das wird vielleicht irgendwo bei 0,1, 0,2 Grad liegen, vielleicht bei 0,4 Grad. Ja? Und das ist eher eine positive Sache, weil die nächste Eiszeit ist ja schon längst überfällig. Ja? Und da stellt sich, wenn die kommt, da stellt sich die Frage, ob wir die überhaupt durch CO2 aufhalten können. Ne? Oder ob wir dann hier praktisch Europa, ein Europa haben, was unter Eis begraben ist. Ne? Weil die ist erdgeschichtlich längst überfällig, die nächste Eiszeit. Ja? Also da könnte man sich Sorgen drüber machen, wenn man sich unbedingt über irgendwas Sorgen machen will. Gut, also ich habe weder Zeit noch Lust, mich mit diesem sonderbaren Thema zu beschäftigen. Aber wenn ihr so richtig schöne Grafiken sehen wollt, ne, ich konnte jetzt keine Grafiken hier zeigen mit diesen Frequenzen, weil die stehen alle unter Copyright und da hätte ich jetzt wieder ewig suchen müssen. Ja, aber wenn ihr da richtig das Ganze nochmal hören wollt, aber mit wissenschaftlichen Daten, ja, dann verweise ich euch, da verlinke ich so ein paar Videos von Professor Bietzen. Der hat einen kompletten Lehrgang über Atmosphärenchemie auf YouTube. Ja, da könnt ihr euch das angucken. Ist zwar auf Englisch, aber ich sag mal, zumindest die Grafiken solltet ihr jetzt alle verstehen. Gut, also fassen wir nochmal zusammen, was wir gelernt haben. Solche schwingungsfähigen Systeme haben eine Eigenfrequenz oder Eigenfrequenzen. Ja, CO2 hat sozusagen mehrere Eigenfrequenzen, wobei man sagen muss, das sind keine konkreten Frequenzen, sondern mehr so Frequenzbereiche. Ja? Und da tritt folgendes Problem auf. In manchen Bereichen überlappen sich diese Frequenzen mit den Eigenfrequenzen von H2O.
Das heißt, CO2 kann da nicht mehr als Treibhausgas wirken, beziehungsweise nicht mehr so stark. Also das wirkt zwar schon als Treibhausgas, aber nicht so stark. Und in anderen Bereichen, da ist CO2, da findet also keine Überlappung statt. Ja, aber dummerweise oder günstigerweise, je nachdem wie man sieht, strahlt die Erde da gar keine Energie ab. Ja, dann ist zwar in diesem Frequenzbereich CO2 ein ganz starkes Treibhausgas, das auch nicht überlappt wird, aber wenn keine Energie ankommt, kann ja auch nichts absorbiert werden. Ja, und das sind alles Sachen, die man beachten muss. Da gab es auch eine Forschungsarbeit zu, da haben Forscher, ich glaube in der Schweiz war das, nachgemessen, und die sind auch zu dem Schluss gekommen, CO2 kann also nicht die Ursache für diese Temperaturerhöhung in den letzten 30 Jahren sein. Na, wobei ich ja bereits erwähnt habe, das ist eine Temperaturerhöhung, die es im Wesentlichen gar nicht gibt, sondern die gibt es nur auf dem Papier. Na, vor 100 Jahren war es wärmer. Gut, jetzt gibt es ja noch sogenannte Klimaskeptiker, die behaupten, dass CO2 gar keinen Einfluss auf das Klima hat. Ja, die bestreiten also den Treibhauseffekt komplett. Ja, und als Argument geben die an, der Anteil in der Luft, also CO2, hat an der Luft einen Anteil von 0,04%. Also fast gar nichts. Und weil der Anteil fast null ist, kann CO2 gar keinen Einfluss auf das Klima haben. Ja, hört sich logisch an, ist aber eigentlich Blödsinn, wenn ich das mal so sagen darf, weil diese 0,04% CO2, ja, die sind Pflanzennahrung und ohne diese 0,04%, da gäbe es auf der ganzen Welt keine Bäume, keine Nahrung, gar nichts, gar kein Leben. Ja, das heißt also, wenn ein Stoff wie CO2 in einer ganz kleinen Menge vorhanden ist, dann heißt das nicht, dass er keinen Einfluss auf irgendetwas haben kann. Ja, zum Beispiel diese 0,04%, also ist ja fast gar nichts. Das ist die Nahrung der Pflanzen. Ja, ohne die gibt es keine Pflanzen. Und schon geringste Änderungen an diesen 0,04% führen dazu, dass Pflanzen entweder absterben oder doppelt so gut wachsen. Ja, also von daher ist dieses Argument total unlogisch, wenn man sagt, diese 0,04%, die können keinen natürlichen Treibhauseffekt bewirken. Gut, am Ende möchte ich noch darauf hinweisen, ich habe ja selber gesagt, das Klima ist noch nicht komplett verstanden und wird auch wahrscheinlich niemals verstanden werden können. Auf keinen Fall aber wird man es berechnen können. Ja, und deshalb weiß ich persönlich natürlich auch nicht, wie stark die Temperatur noch steigen wird, beziehungsweise wie stark sie fallen wird. Das ist ja auch möglich. Ja, was mich aber stört, ist diese Arroganz, besonders von Leuten wie Professor Lesch, die sagen, es wird nicht mehr diskutiert, wobei wir ja noch gar nicht angefangen haben. Ja, man müsste ja über solche Sachen reden, ja, aber das ist das wichtigste Thema, wird behauptet, von den Medien, von den gleichgeschalteten Medien in Deutschland. Ja, da wird behauptet, das ist das wichtigste Thema, aber zum wichtigsten Thema darf man nicht diskutieren. Ne, muss man sich mal vorstellen. Ja, aber wir sind eine Tabu-Republik, da dürfen manche Sachen einfach nicht erwähnt werden. Gut, das war's für heute. Auf Wiedersehen.